Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, mich aus dem Leon Electronic Gym zurückzuziehen dank der Maske Klonter 77. Ich will einfach nicht derjenige sein, der diesen Untermenschen ihr Met liefert. Solche Masken wie ein Klonter 77 sind selbst nicht fähig, irgendein Gym selbst zu führen. Sie verwursten nur die Arbeit von anderen, zu etwas anderem sind sie wirklich nicht in der Lage. Und versuchen, sich dann noch ganz dreist in den Mittelpunkt zu stellen. Sowas ist meiner Meinung nach sehr armselig, aber ist auch nicht anders von solch einer Maske zu erwarten. Aber mehr selbst zu der Person Klonter 77, was sich dieser Typ in der letzten Zeit alles erlaubt hat. Ist mit Abstand viel schlimmer, was sich Rainer in den letzten 3 Jahren alles erlaubt hat. Wäre Rainer in ein Lager eingebrochen oder wenn Rainer mit einer pädophilen Person einen Kontakt gepflegt hätte, dann hätte er auch einen richtigen Shitstorm abgekommen. Aber die ehrenlosen Klonter-Fans halten immer noch zu ihrem Idol, also die gleichen Leute, die dafür Rainer, ich sag, mal kritisiert hätten, das ist halt die ganze Mentalität dieser Mitläufer. Egal ob Konsumenten oder der Content-Kreatoren, und wenn dann mal wieder einer wie der Ehreninspektor über die Stränge schlägt, distanziert man sich halt von ihm, davor hat man ja auch natürlich nichts von seiner Gesinnung mitbekommen. Sowas ist für mich natürlich sehr glaubwürdig. Ist damals ja auch niemanden aufgefallen, dass Menschen plötzlich verschwunden waren, weil sie dann in Lagern oder Ghettos umgesiedelt wurden. Ich weiß gar nicht, wie man diese Drachenheiden wieder in unsere Gesellschaft integrieren soll, aber als Sozialist bin ich natürlich für Umerziehungslager, dass aus diesen Mitläufern wenigstens noch eine Putzkraft werden kann. Ich bin auch dafür, dass Heide ihren Hauptschulabschluss abgeben müssen. Und dann nur noch 450 Euro Jobs ausführen dürfen. Denn mehr als zu einem Hauptschulabschluss ist diese Bande an Mitläufern eh nicht in der Lage, und viele von denen sind sogar noch in der Hauptschule sitzen geblieben.